Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple News am Start und zwar mit der nächsten App-Review und zwar mit Lazy Swipe. Was ist das für eine App? Man sieht es hier schon. Die Ecken eines Smartphones oder einer Smartwatch sind immer noch ein bisschen frei. Besonders hier bei dem Betriebssystem kann ich mir jetzt hier eine Ecke aussuchen. So, und ihr seht ja, wischen Sie von einer beliebigen Seite des Bereichs und starten eine unbeschwerliche Reise. So, versuchen wir das Ganze mal. Aktivieren Sie den Service und wischen Sie zum Prüfen von Mitteilungen. So sieht das nämlich aus. So, müssen wir mal gucken. Ja, ich habe das jetzt verstanden. Ich würde es gerne mal zeigen. Ach so, hier, man sieht es im Hintergrund schon. Alles klar, jetzt ist es soweit. Ja, doch, Mensch. So, sind wir jetzt schon drin im Programm oder hat er das jetzt schon wieder gelassen? Nee, da ist es schon wieder. So, was ist an Lazy Swipe so richtig cool? An Lazy Swipe ist genial. Man kann sich eine Ecke aussuchen, habt ihr ja gerade gesehen. Ich habe mich für unten links entschieden. Und, Achtung, aktivieren Sie den Service und wischen Sie zum Prüfen von Mitteilungen. Ja, ich weiß, dass die beiden Services gerade nicht aktiviert sind. Jetzt sieht man es. So, ich habe also eine Toolbox oder so ein Widget, so eine Toolbar aus der unteren linken Ecke gezogen. Das funktioniert jedes Mal ganz einfach wieder und zwar so. Und dann kann ich hier beliebig meine ganzen Programme durch die reinschalten, was ziemlich gewitzt ist. Finde ich richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Gucken wir mal. Taschenlampenfunktion haben wir. Die ist aber nicht, ja, gibt es hier bei der Smartwatch nicht. Also wir haben keine LED drinne. Wird er mich wahrscheinlich auf die Download-Seite weiterleiten wollen, oder? Ah nee, Quatsch. Moment, doch, er hat die Funktion drinne. Das ist die Taschenlampenfunktion, so wie es aussieht hier. Na klar. So, man sieht's ja. Weil die Smartwatch ja nun Display hat, siehst du? Und dann hat er die Taschenlampenfunktion gleich eingebaut. Ist doch cool gewesen, siehst du? Kamera-App kann ich installieren, Beschleunigungsmodus kann ich da oben machen, GPRS und 3G kann ich dann irgendwie noch einschalten, also indem ich die SIM-Karte natürlich reinlege. Ja, und so habt ihr im Hintergrund ganz einfach eure ganzen Sachen. Ich meine jetzt mal hier den Play Store. Drücke ich einfach drauf, der öffnet sich von alleine. Ist eine ziemlich coole Sache. Und dann bin ich schon drin. So, das kann ich dann natürlich wieder machen. Wegmachen. Zack, dann mache ich das hier wieder raus. Und hier oben drinnen, ach so, ist der immer noch gespeichert, den kann ich ja später beenden. Wenn ich jetzt von oben ziehe, von da ziehe oder von da ziehe, passiert nichts. Ach doch, da kommt auch was. Was kommt da? Ich bin froh. Warum bin ich denn froh? Was war das? Ich bin froh. Ach, jetzt passiert irgendwas. Jetzt weiß ich gerade. Ach, gucke, da haben sie Werbung eingeblendet aus der unteren rechten Ecke. Was haben wir noch? Favoritenwerkzeuge. Ja, ist ja genial. Also können wir uns jetzt aussuchen, von welcher Seite wir das Ganze machen. Ist sozusagen der Schnellzugriff. Guck mal einer an hier. Und das ist eine richtig geile Performance durch den Dual-Core mit 1 GHz. Kann ich das aus links und rechts rauszaubern. Kann die YouTube-App genauso öffnen wie jede andere App auch. Es dauert einen kleinen Moment. Und dann kommt der Dual-Core zum Einsatz. Lädt das ganze Ding rein. Funktioniert ohne Probleme. Sehr schön. So ist das Ganze also gemeint, eine ziemlich coole App, weil wir haben hier nun wirklich keinen Lockscreen in der großen Art und Weise. Darum empfehle ich euch dafür Lazy Swipe und wünsche euch damit viel Spaß. Ist auf jeden Fall organisierter und übersichtlicher für euren Smartwatch-Display. Bis dahin, ciao!